Hallo bei Apple Tutorials. Pages oder Word? Zwischen diesen beiden Textprogrammen entscheiden sich die meisten Mac-Anwender. Für einfache Textverarbeitung könnte man aber durchaus auch TextEdit nutzen. Das Textverarbeitungsprogramm TextEdit ist unter macOS 10 standardmäßig vorinstalliert und kann einfache Aufgaben gut bewältigen. In dem Video möchte ich einfach eine kleine Übersicht für Anfänger zeigen. Was kann eigentlich TextEdit? Wer es einfach haben möchte, für den ist die App vielleicht eine Alternative zu Pages, Word oder anderen Textverarbeitungsprogrammen. Das kleine Programm von Apple ist so einfach gehalten, dass man es schnell versteht. Und wer sich schwer tut mit Textverarbeitungsprogrammen und nur wenige Funktionen für Dokumente benötigt, dem reicht die App vielleicht völlig aus. Man könnte es vom Funktionsumfang her mal vielleicht ein bisschen mit WordPad unter Windows vergleichen. Und TextEdit muss nicht extra installiert werden, befindet sich unter macOS 10 hier im Ordner Programme. Hier haben wir es. Und ich öffne es jetzt einfach mal hier. Dann öffnet sich hier dieses kleine Fenster und dann kann ich hier unten links auf den Button Neues Dokument gehen. Und dann erscheint hier dieses unscheinbare Bearbeitungsfenster, in dem ich dann meinen Text eingeben und bearbeiten kann. Vielleicht einfach mal ein paar Infos vorab. Was kann TextEdit eigentlich? Es kann zum einen die wichtigsten Textformatierungen, wie zum Beispiel verschiedene Schriftarten, Schriftgrößen, fettkursiv unterstrichen, linksbündig zentriert, rechtsbündig Blocksatz. Man kann Textfarbe oder Hintergrundfarbe einstellen, den Zeilenabstand oder man kann eben auch Listen und Nummerierungen einfügen. Ich füge jetzt hier einfach mal so einen Blindtext ein, dass man hier ein bisschen was zu sehen bekommt. Und ich kann mir das Fenster hier natürlich auch ein wenig größer machen, ganz klar. Ja, und jetzt habe ich hier also für die eben erwähnten Funktionen oberhalb des Textes die Formatierungsleiste, die ist standardmäßig eingeblendet. Und wenn ich jetzt also hier Text formatieren möchte, so wie in jedem Textverarbeitungsprogramm, aber auch das, was ich verändern möchte, markiere ich einfach mit der Maus und dann kann ich hier eben zum Beispiel eine andere Schriftart einfügen, eine andere Schriftgröße zum Beispiel. Ich kann den Text fett machen, kursiv. Ich könnte ihn hier auch unterstreichen. Und dann habe ich hier die vier Buttons für die Textausrichtung, für linksbündig zentriert, rechtsbündig Blocksatz. Hier könnte ich den Zeilenabstand verändern. Und hier im ganz rechten Bereich, da könnte ich dann eben Aufzählungen oder Nummerierungen einfügen, Entschuldigung. Ja, das hier erstmal vorab. Also wer ein bisschen Textverarbeitung kennt, macht den Text gerade mal ein bisschen kleiner, der tut sich dann wirklich überhaupt nicht schwer und weiß eigentlich sofort, was man im TextEdit hier machen muss. Man sieht jetzt hier so ein paar rot unterstrichene Wörter. Während man Text eingibt, überprüft TextEdit das Dokument automatisch auf Schreibfehler. Also alle Wörter, die falsch geschrieben sein könnten, die werden rot unterstrichen. Und ja, um das Ganze zu bearbeiten oder vielleicht auch abzustellen, weil einem das während der Texteingabe vielleicht stört, geht man in der Menüleiste hier von TextEdit hier einfach auf den Eintrag Bearbeiten und dann findet man hier die Auswahl Rechtschreibung und Grammatik. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte das Dokument jetzt prüfen oder wenn mich das eben stört, dass die Rechtschreibprüfung schon während der Texteingabe funktioniert, dann würde ich einfach hier bei während der Texteingabe prüfen das Häkchen dann entfernen und dann verschwinden eben auch erstmal die roten Unterstreichungen. Ja, was kann ich noch machen in TextEdit? Ich kann auch Tabellen einfügen. Da muss ich einfach nur hier in der Menüleiste auf den Eintrag Format gehen und finde dann hier ganz unten die Auswahl Tabelle und dann kommt hier dieses kleine Fensterchen und hier kann ich dann jetzt zum Beispiel festlegen, wie viele Zeilen soll zum Beispiel meine Tabelle haben, wie viele Spalten sollen eingefügt werden. Hier rächt sich also direkt schon das Ergebnis und wenn ich möchte, dann kann ich hier zum Beispiel noch die Ausrichtung verändern, Zellenrahmen festlegen, Farben oder ich könnte zum Beispiel auch einen Hintergrund festlegen. Also das zu Tabellen. Ja, wenn ich möchte, dann kann ich auch Fotos hinzufügen. Das funktioniert ganz einfach mit Drag und Drop. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auf meinem Schreibtisch ein Foto liegen. Das möchte ich jetzt hier ins Dokument einfügen. Ich ziehe das einfach mit der Maus ins Dokument. Dann kommt hier eine kurze Meldung, soll dieses Dokument in formatierten Text mit Bildern konvertiert werden.
Da muss man sich dann eben entscheiden, ob es konvertiert werden soll oder nicht. Und das Bild ist eingefügt. Ich könnte das jetzt hier auch noch bearbeiten, indem ich hier, wenn ich auf das Bild gehe, dann erscheint hier oben rechts im Bild so ein Pfeil. Wenn ich da also drauf gehe, dann kommt hier der Menüeintrag Markierungen und dann passiert etwas, was Sie vielleicht von der Mail-App oder auch von der Vorschau-App kennen. Sie könnten also dieses Bild hier noch nachträglich noch bearbeiten. Man könnte also hier zum Beispiel Formen einfügen, man kann Text einfügen, Linien, Sprechblasen und so weiter. Würde also alles hier möglich sein. Ich gehe jetzt hier auf Abbrechen, nur um zu zeigen, dass man also hier die Option hat, das Ganze noch ein bisschen zu bearbeiten. Ja, TextEdit eignet sich auch wunderbar für die Diktierfunktion. Die muss dafür natürlich aktiviert sein. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, habe ich auch schon vor längerem ein eigenes Tutorial dazu gemacht, nur für die, die da vielleicht jetzt zum ersten Mal drauf kommen. Die Diktierfunktion stelle ich ein in den Systemeinstellungen, da finde ich hier den Bereich Diktat und Sprache und da müsste ich also die Diktierfunktion dann erstmal aktivieren und einstellen. Also gerade wenn es darum geht, dass man eben viel Text eingeben möchte, ist TextEdit wirklich wunderbar geeignet. Und also auch zur Texteingabe, weil man einfach nicht viel drumherum hat, was irgendwie stören könnte. Ja, was gibt es noch zu TextEdit zu sagen? Die App beherrscht natürlich die Funktionen zum Kopieren, Einfügen, Ausschneiden von Text, so wie man das in anderen Apps auch kennt. Dann noch ein Hinweis, um sich die Grundfunktionen von TextEdit einzustellen, geht man einfach in die Menüleiste, wählt dann hier den Eintrag TextEdit und geht dann hier auf Einstellungen, dann erscheint hier dieses Fenster, da kann man also ruhig mal einen Blick drauf werfen. Man kann hier zum Beispiel Vorgaben machen zum Textformat, zur Fenstergröße oder auch zur Standardschrift, die automatisch erscheinen soll, wenn man dann ein neues Dokument erstellt. Ja, soweit TextEdit, noch ein Hinweis. In TextEdit erstellte Dokumente, die werden standardmäßig als RTF-Datei gesichert. Das Programm kann aber auch andere Dateien lesen, wie zum Beispiel Doc-Dateien aus Word. Man könnte also sehr einfach Word-Dokumente auch mit TextEdit öffnen. Angenommen, Sie bekommen jetzt vielleicht von einem Windows-Nutzer per E-Mail ein Word-Dokument zugeschickt und können das bei sich nicht öffnen, weil sie gar kein Word installiert haben, dann würde ihnen TextEditor helfen. Allerdings kann es sein, dass dann die Formatierungen, die in dem Word-Dokument gemacht wurden, irgendwie verloren gehen. Ja, das war es eigentlich schon. Wer meiner Meinung nach sich nur aufs reine Schreiben konzentrieren möchte, wenig Schnickschnack drumherum benötigt, der ist mit TextEdit gut bedient und alle, die mit Textverarbeitungsprogrammen vielleicht irgendwie auf Kriegsfuß stehen und auch nur wenige Funktionen brauchen, für die ist das kleine Standardprogramm von Apple meiner Meinung nach eine echte Option. Da sollte man also ruhig mal einen Blick reinwerfen. Ja, das war's zum Thema. Wer möchte, kann das Ganze wie immer auf appletutorials.de nachlesen. Den Link dazu, den habe ich hier bzw. in der Videobeschreibung eingefügt. Und ja, dann wünsche ich einfach viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.